Zwefahäuser Niedergästlo ist eines der ältesten erhaltenen Wohnhäuser im Oberwallis. Die ältesten Teile stammen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Ein passender Rahmen also für die Ausstellung Glücksmomente von der Annin Amhardt. Die 25-Jährige studiert an der Hochschule für Kunst und Design in Luzern. Anfang Jahr hat die Annin Amhardt schriftlich auf Postkarten formulierte Glücksmomente gesammelt. Dafür hat sie während 1 bis 2 Monate insgesamt 4 Briefkästen aufgestellt. Einer im Magazin in Niedergästlo, ein anderer im Martinsheim in Fischb, der dritte an der OMS in Brieg und einer in der Büchhandlung zur Alten Post. Wie du siehst, das war eigentlich so der Ursprung von diesem Projekt. Also die Postkarte, da ist mir sicher, dass ich aus dem könnte, aber die Aktion machen mit der Sammlung von diesen Momenten. Und das gezeichnete Bild habe ich dann noch malerisch umgesetzt. Und hier ist zu sehen, ein Mädchen, das wieder im Stillen glücklich ist. Und das Löwenzahnsämchen ist dargestellt, weil das für mich eigentlich ein Zeichen von Glück ist. Es sind viele beeindruckende und berührende Beschreibungen von Glücksmomenten zusammengekommen. Insgesamt 180 Postkarten. Das Geschriebene hat dann die Annin Amhardt in Bilder umgesetzt. Ich glaube, dass den Leuten das klar ist, dass da nicht ihr Moment gezeichnet wird, sondern einfach meine Umsetzung oder meine Interpretation von dem Moment. Da habe ich meistens so 1-2 Wörter daraus genommen. Und mit einfach das Bild, das mir durch die Wörter im Kopf entstanden ist, probiert umzusetzen. Bis jetzt hat sie 55 Bilder gemalt. Das ist einer der ersten Glücksmomente, die ich aber bekomme. Und die Frau schreibt: Seit langem stellte ich den Kaktus an die Sonne, im Winter kühl, im Frühling an die Sonne, bis ich eines Tages seine Blüten entdeckte. Die ersten seit Jahren geduldigen Wartens. Weil das einer der ersten Glücksmomente war, die ich bekam, ist mir eigentlich noch recht schwierig gefallen, das umzusetzen, was jetzt die Frau geschrieben hat. Und dann habe ich mir überlegt, wie stellt sich jemand, oder wie ist das Glück im Menschen? Und die Frau hat jetzt ein stilles Glück in sich. Also sie ist jetzt nicht eine, die jubelt, sondern stille tut langsam in ihr aufbrodeln. Anhand von dem, was sie da sieht. Und das helle Licht soll auch das Gefühl noch verstärken von dem Glück. Und ihre Haltung, also zufrieden in sich kehrt. Das Projekt «Schenkst du mir deine Glücksmomente» hat Menschen auf ihre persönlichen Glücksmomente aufmerksamer machen. Das kleinste Ding oder Ereignis im Alltag kann Auslöser für einen beglückenden Moment sein. Mir liegt der Glücksmoment eigentlich selber sehr am Herzen, weil die Person, die das geschrieben hat, hat wirklich also mir ganz einen persönlichen Mensch einen Moment geschenkt. Und zwar der Moment, wo die Mütter sie im Altersheim wiedererkennt. Und das Bild ist mir aber aufgrund von dem, dass es so persönlich ist und so ein schöner Moment ist, eigentlich auch sehr schwer gefallen, da etwas darzustellen. Und ich habe dann aber probiert, die Frau darzustellen, die zufrieden ist, aber nicht gerade heuert und lacht. Einfach, dass sie in sich, auch wieder in sich gekehrt ist, aber glücklich ist. Und zufriedene alte Frau. Annin Amhardt hat in der heutigen stressigen Zeit die Leute wieder vermehrt zum Nachdenken bringen über ihre eigenen Glücksmomente. Viele Leute spüren gar nicht mehr, wenn sie glücklich sind. Ihre Aktion ist auch ein Versuch, die Leute wieder für die glücklichen Augenblicke im Leben zu sensibilisieren. Der Glücksmoment, den ich jetzt sehe, ist von einer Frau, die 1922 geboren ist. Also man sieht, das haben verschiedene Altersgruppen mitgemacht. Und hier ist das Schöne am Moment, dass die Frau ist glücklich, wenn sie in der Natur ist und in den Bergen. Nach ihrem Master an der Hochschule für Kunst und Design will Annin Amhardt einmal als Kinderbuchillustratorin arbeiten. Dazu will sie auch noch Erfahrungen im Grafikbereich sammeln. Hier bei diesem Glücksmoment beschreibt ein 46-jähriger Mann, dass seine Eltern ihn in den USA sind, besuchen. Und er war glücklich, weil seine Eltern, obwohl sie vorher nicht so viel gereist sind,
Also unbeschwert, neugierig, einfach in diesem Land sind umeinander gereist. Wenn man jetzt sensibilisiert ist fürs Glück, bekommt man da mehr Glücksmomente? Ich glaube schon. Wenn man aufmerksamer ist für das, was einen glücklich macht, dann sieht man halt das Glück an jener, ist meine Meinung. Und was sind für dich, Anin Amhard, persönlich die wichtigsten Glücksmomente? Also für mich ist die Familie sehr wichtig. Die Familie und meine Freunde. Die Natur auch. Ich gehe sehr viel fotografieren und da erlebe ich sehr viele Glücksmomente. Glücksmomente sind für mich auch im Zusammenhang mit Tieren. Mit der Arbeit kann ich schon vorkommen. Und mit dem Kochen. Ich koche sehr gerne kochen und essen. Jedes einzelne von der Anin Amhard gemalten Bilder in der Ausstellung kann man euch kaufen.